Der Mann folgt einem bösen Drang und tut gerade einen schlimmen Gang. Er nähert sich der Bank. Man soll's nicht glauben, mit dem Begehr, sie völlig auszurauben. Da sieht er vor sich liegen in der Gosse das abgelegte Eisen von einem Rosse. Er nimmt, und das versteht ein jeder wohl, das Hufeisen als schönes Glückssymbol. Da kracht's und knallt's und eine Kugel schwirrt. Nun, mit dem Glück hat er sich wohl geirrt. Auf nichts ist mehr Verlass in dieser Welt, nicht mal auf Eisen von dem Huf von Pferden. Es gibt der schlimme Räuber Fersengeld, er will natürlich nicht gefangen werden. Was ist schon wert, das Eisen, denkt er, ein Dreck. Und wirft das Ding in hohem Bogen weg. Doch Paulchen, der es an den Kopf bekommen hat, was ihm nicht gehört, noch nie an sich genommen. Da kühlt der Bösewicht sein Mütchen an einer Frau mit Sommerhütchen. Doch diese war die kräftigste von allen Damen, die ihm in seiner Laufbahn in die Quere kamen. Er konnte bei ihr nicht landen mit der Masche. Stattdessen findet er beim Griff in seine Tasche das blöde Ding, das ihm, so unerhört, zum zweiten Mal schon statt Glück das Pech beschert. Ich möchte gern wissen, was wir auch gern wüssten, ob ein Zusammenhang denn zwischen Polizisten, die schnell herbeieilen, und dem Eisen sei. Nun, Paulchen Panther ist auf jeden Fall so frei und bringt das Ding zurück, zum dritten Mal. Den Räuber packt bei seinem Anblick stumme Qual. Da kommt das Stoppschild auf ihn zu und äußerst ungelegen. Er bremst, es quietscht und kracht. Und alles nur des Eisens wegen. Läuft der schlimme Finger denn und glaubt, er hätte die Bank tatsächlich ausgeraubt und merkt nicht, dass der Paul ganz ungeniert das Eisen wieder in die Tasche praktiziert. Und schon stehen wieder hoppla hopp mit Helm und Knüppel die Polizisten vor dem Bankraubrüpel. Wodurch in diesem die Vermutung wächst, dass dieses schöne Hufeisen verhext. Angelsport wird freitags meist betrieben, des Fischgerichtes wegen für die Lieben. Wenn montags einer an der Rolle dreht, ganz sicher anderes zu erwarten steht. Und hört man's hinter einer Scheibe laut rumoren, muss dort nicht unbedingt ein Zahnarzt Löcher bohren. Was er verloren hat, zeigt ihm der Paul. Der Räuber denkt, ihn trifft der Schlag. Schwupp, runter das Rollo, weil er's nicht mag, das siebenmal verwünschte Eisen von dem Gaul. Thank you.
Nein, schau mal an, wer hätte das gedacht. Dem Paulchen hat das Eisen Glück gebracht. Dann also wieder her damit und hier auch die gefundene Marie. Und das elektrische Klavier spielt fröhlich wie noch nie ein Stück mit viel Gefühl durchwachsen, mit viel Schmalze. Und unseren Räuber dreht es lustlos auf der Walze. Die Pariser Touristenhilfe hatte mir die Möglichkeit verschafft, meinen Sommerurlaub in Kanada zu verbringen. So konnte ich mit der kanadischen berittenen Polizei zusammenarbeiten und die dortigen Gefängnisse ein wenig studieren. Guten Tag. Ich bekam den Auftrag, den gefährlichsten Kriminellen, genannt Karabulu, zu bewachen. Nun hatte ihn dummerweise jemand in einer Torte einen Panzerwagen eingeschmuggelt. Natürlich gab er sich flugs daran auszubrechen und natürlich nahm er mich als Geisel mit. Unsere Reise endete in einer einsamen Hütte, weit ab von jeder Zivilisation. Ich stellte sehr rasch fest, dass er genau der Typ war, den ich von Herzen verabscheute. Jetzt hör mal gut zu, du blöder Blödu. Du bist meine Fahrkarte in die Freiheit. Also versuch bloß nicht zu türmen. Haben wir uns verstanden? Na, sie schreien ja laut genug. Schließlich suchten wir unsere Gottlob getrennte Lagerstadt auf. Ich habe uns beide zusammengebunden, damit du dir keine faulen Tricks einfallen lässt. Ich lag da und verwünschte ihn insgeheim, bis ich sicher war, dass er fest schlief. Au, au! Reißzwecken, Scheißzwecken! Ich hab dir doch gesagt, keine faulen Tricks, Bulle! Ach, wie mir der Kerl zum Hals raushing. Fertig raus, Holz sammeln. Wir wollen Kaffee kochen. Sehr gern, Sir. Aber vergiss nicht, Bulle, ich beobachte dich ganz genau. Holz sammeln, Holz sammeln. Oh, diese dreckige Laus, dieser jämmerliche, abgesägte Riese, der mir... Schau, schau, was haben wir denn da? Ich glaube, ich kenne jemanden, der eine große Überraschung erleben wird. Oh nein! Doi, 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 doi! Und versuch das nicht nochmal! Hä? Hol das Holz, spül das Geschirr, mach die Betten. Was glaubt er, wer er ist? Los, los, wo bleibt das Holz? Ich habe Hunger! Schlafpulver. So, hier ist das Porridge. Was würde dir so passen? Dir gibst du so viel und mir so wenig. Kommt gar nicht in Frage. Wir tauschen die Portionen. Noch nicht essen. Es ist heiß. Ich möchte nicht, dass du dir dein großes Maul verbrennst. Jetzt scheint es schon ein bisschen kühler zu sein. Du kannst reinhauen. Na, sowas! Und jetzt damit seinen ungewaschenen Pfoten um. Mach sowas nicht nochmal, du Ferkel, du! Oh. So, das war dein letzter Streich. Bevor du schießt, gibst du mir bitte noch ein Autogramm? Sag mal, du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Nicht im Mindesten, nein, nein, Sie sind doch ein berühmter Verbrecher. Man hat mir gesagt, dass Sie solche fette Schlagzeilen gehabt haben. Wirklich? Nicht lange, mein Lieber, und Ihr Bild wird bald wieder alle Titelseiten zieren. Sind Sie Hellseher oder sowas? Sie haben doch hoffentlich ein gutes Bild von sich. Nein, ich hab ja nicht mal ein schlechtes. Sie wollen mir doch nicht einreden, dass Ihre gefälligen Züge und Ihr markantes, gemeißeltes Kinn noch nie auf Zelluloid gebannt worden sind. Nee, nicht, dass ich wüsste. Dann warten Sie jetzt hier. Ich eile und besorge eine Kamera. Wissen Sie, eigentlich ist diese Knallschote ein ganz netter Kerl. Ich werde auch nett sein und ihn nicht erschießen. Ich hau ihm ganz zum Schluss nur ein paar auf die Rübe. Wir haben vielleicht ein Glück. Das war die letzte, die Sie auf Lager hatten. Also, das machen wir mit Zeitbelichtung. Dabei müssen Sie aber ganz, ganz still stehen. Ist gut. Wie sehe ich aus? Hm? Na, unüberbietbar. Bleiben Sie so. Na mach schon, soll ich hier den ganzen Tag so stehen? Schieß endlich los! Okay, lächeln! Ha 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 ha!
Ich nehme davon 12 Abzüge. 12. Inspektor, ist es wahr, dass Sie die Verbrecher eigenhändig und allein gefangen haben? Ja, auch wenn es ein wenig unbescheiden klingt, so war es. Würden Sie uns bitte Ihr schönes Profil zudrehen und stillhalten? Na? Was sagst du dazu, du Superpolyp, du? Maskenbildner! Maskenbildner! Alle rennen sie immer dahin, weil sie die Elefanten sehen wollen, diese Holzköpfe. Dabei sind meine Fliegen besser als irgendein dämlicher Elefant. Und nun, meine Damen und Herren, richten Sie bitte Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf die Mitte der Manege. Wir zeigen Ihnen jetzt den gigantischen Koloss des afrikanischen Dschungels. Den königlichen Herrscher über die gesamte Tierwelt. Hey, Meister. Die Star-Attraktion unseres Wanderzirkuses. Mr. Barnstorm. Mr. Barnstorm. Warte mal, nein. Was gibt's denn? Du lieber Himmel, nein. Ein Augenblick Geduld noch bitte. Ja, was ist denn los? Warum ist denn was? Ist denn mit dem Elefanten? Warum kann man den denn nicht sehen? Rosalie, du bist dran. Alle warten schon auf dich. Komm, steh auf, steh auf. Ich bringe Sie nicht dazu aufzustehen. Geben Sie mir die Möhre, ich probier's. Schau mal, Rosalie, was für eine leckere Mohrrübe. Nimm sie dir, nimm sie dir. Komm. Sie will die Möhre nicht, dann muss sie schwer krank sein. Schnell einen Doktor. Vati, was ist? Warum kommt Rosalie nicht? Sie ist krank, aber ich weiß nicht, was ihr fehlt. So, dann werde ich sie mal fragen. So, sprichst du wieder mit den Tieren, was das die Sonnenblödsinn? Dusty Barnstorm, wie oft muss ich dir noch sagen, dass man mit Tieren... Ja, ich weiß. Ich kann natürlich nicht richtig mit ihnen reden, Vati, aber ich... Platz, Leute, der Doktor kommt! Eine Pille und da meine Rechnung. Das geht mich nichts an. Schließlich ist es ja dem sein Elefant. Wir wollen den Wenn Sie mich Elefant fragen, sie ist einfach faul, wenn ich da an meine fleißigen Fliegen denke. Hört euch die Leute an. Wir müssen sofort eine andere Nummer dazwischen schieben. Und was wird aus Rosalie? Hast du das gehört? Die nehmen eine andere Nummer rein. Sag doch was, Rosalie. Sprich mit mir. Ich kann nicht. Du stehst auf meinem Rüssel. Was ist denn los mit dir? Auch wenn ich es dir sagen würde, du würdest es ja doch nicht verstehen. Bestimmt würde ich. Ich bin doch dein Freund, Rosalie. Na gut, ich werde es dir zeigen. Aber du darfst es nicht weitererzählen, nein? Mm-mm. Guck mal. Aber Rosalie, dein rechter Stoßzahn fehlt dir. Heute Nacht hat ihn mir einer heimlich abgesägt. Den Dieb müssen wir schnappen. Pass gut auf. Das ist das, die Barnstorms Elefantenstoßzahn-Diebesfalle. Wenn ihr heute Nacht wiederkommt, dann... Thank you.
Was ist denn hier? Seht mal! Aha! Schaut mal, wer da oben ist! Was soll das denn? Darf man fragen, was Sie hier mitten in der Nacht eigentlich rumzuwandeln haben? Tja, also ich, die Pille. Ich wollte dem Elefanten die Pille bringen. Mich können Sie nicht auf den Arm nehmen. Sie waren es, der dem Elefanten den Stoßzahn abgesägt hat. Jetzt verstehe ich aber überhaupt nicht mehr. Woher wissen Sie denn, dass der Stoßzahn abgesägt ist? Rosalie hat es doch nur mir erzählt. Das weiß ich, weil ich, Und einen Schlafanzug haben Sie auch nicht an. Und was ist da drin? Was da drin? Gar nichts. Herzeigen! Nein. Ja! Hab ich's mir doch gedacht, Rosalie, Stoßzahn! Da wird's bald, wir warten auf Ihre Erklärung, Herr Sauertopf. Ja, wissen Sie, es ist nämlich so, ich brauche das Elfenbein für meinen Fliegenzirkus. Ein Schloss aus Elfenbein? Ja, das wäre nämlich eine tolle Sache. Damit könnten wir viel Geld einnehmen. Eine tolle Sache für die Fliegen vielleicht, aber was wird aus der armen Rosalie? Für Wie wollen Sie das wieder gut machen? Ja, es tut mir wirklich leid, aber was soll ich denn jetzt machen? Er ist nun mal abgesägt. Ich kann ihn ihr doch nicht wieder ankleben, oder? Machen Sie, dass Sie... Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Bisschen weiter aufmachen, bitte. So geht's schon, danke. Pati, was ist? Dauert das bei Elefanten immer so lange? So, und jetzt bitte ein Stückchen zurück. So. Rosalie, das sieht vielleicht toll aus. Mit goldenen Stoßzähnen wirst du natürlich der ganz große Star in unserem Zirkus. Meine Rechnung. Geht uns nichts an, Herr Doktor, die muss Herr Sauertopf bezahlen. 2250, 2300, 2450. Geschätzte Festversammlung, dürfte ich Sie einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Da Sie sich hier so zahlreich versammelt haben... Oh, habe ich heute Glück. So eine komplette Festversammlung ergibt ja verpackt und verschnürt einen Meter Ameise. Habe ich nun die große Freude, Ihnen den Ehrengast vorzustellen. Jemand, den wir alle achten, zu dem wir in Respekt aufblicken. Und da bin ich schon. Wie finde ich denn das? Nicht einer erwischt? Die lässt eine Party schneller auflegen als ein Stinktier in der Klimaanlage. Du sagst es. Eine Empfehlung an die Frau Gattin. Oh, oh. Da bin ich mit meinen süßen kleinen Füßchen in was reingestolpert. Das muss ich mir mal bei Licht besehen. Oh, wie so ein Ameisenfresser von innen aussieht. Oh, oh, und die Zunge so glitschig. Na, das ist vielleicht ulkig. Was die für komische Sachen drin hat. Oh, dieses lästige Sodbrennen und kein Hydrant in der Nähe. Oh. Aha. Hm. Oje, da gehe ich wohl besser in Deckung. Nicht mehr nötig. Vater, haben Sie meine Ameise gesehen? Beschreiben Sie sie mal. Ist ein kleines, dürres Ding, ungefähr so groß und rot. Moment mal. Richtig, die Beschreibung stimmt. Dann händigen Sie sie mir aus. Sehr schön. Du kommst mir gerade recht pünktlich zum 5-Uhr-Tee. Ein Stück Zucker oder zwei? Na, vermutlich zwei. Bist du ein Süßer. Hab ich dich endlich wieder. Würden Sie bitte mal anhalten? Ich möchte eine öffentliche Erklärung abgeben. Alle kleinen Kinder unter 12 gehen besser raus an den Eisschrank und holen sich was zu essen, bis hier die Gewalttätigkeiten vorüber sind. Gute Idee. Ich nehme auch eine Kleinigkeit zu mir. Und zwar dich.
Dankeschön. Tante Ria wollte immer einen längeren Rüssel. Ob ihr der lang genug wäre? Hm? Wenn du meine Ameise nimmst, wirst du es bereuen. Ach was, halten Sie den Mund. Was soll denn das? Wollt ihr wohl aufhören? Könnt ihr das nicht auf eine etwas feinere Art regeln? Zum Beispiel eine Münze in die Luft werfen? Sehr gut. Aber da wir keine Münze haben, werfen wir dich hoch. Was nehmen Sie, Kopf oder Schwanz? Kopf. Das dachte ich mir. Los geht's. Übernehmen Sie den Hinterausgang. Ich nehme die Vordertür. Jetzt, wo ihr so unzertrennlich seid, werde ich mir ein paar Raupeneier grillen gehen. Wiedersehen. Ach, ziehen Sie doch nicht so, es zieht sich immer fester zu. Mit dem Kapitän von unten gibt's doch immer Ärger. Gleich geht's weiter mit Aladdin und seinem